So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Need for Speed Heat. Und wir machen weiter mit einem neuen Rennen, was uns auch ein bisschen am Start ist. Auch da muss ich gleich wieder das Auto wechseln, weil wir da diesmal nicht auf Offroad gehen, so wie wir das jetzt gerade mit dem Auto hier gemacht haben. Sondern wir müssen dann wieder auf unseren Porsche oder auf den letzten Martin gehen, ich weiß es noch nicht genau. Ich fahre heute das Rennen und dann machen wir dann wieder ein bisschen der Story weiter, würde ich sagen. Ah, guck mal gerade, ist das hier das Rennen? Ja, das ist das Rennen. Ein Rundkursrennen, das heißt Geschoss. Kann ich das Auto nicht wechseln? Dann muss ich in die Garage. Das ist natürlich jetzt blöd, aber okay. Nee, ich mach mal. Alles gut. Ich muss nämlich ein Auto wechseln. So, okay. Ich gehe mal in die Garage auf, weil ich will das Auto wechseln. Ich habe nachgedacht. Du solltest die Nachtrennen vielleicht sein lassen. Zumindest, bis sich der Sturm etwas gelegt hat. Ach, was? So, ich tausche mal mein Auto. Ich will mal kurz gucken, was der Porsche hat. Ja, der ist im Auto mit der 210 nur. Der Porsche hat 260. So, ich guck mal, ob ich den tunen kann. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen drin fahren. So. Super. Türgreifen. Showcase. Racingreifen, ja. Hau trotzdem neues Differential mal rein. Gut. So, gehen wir mal auf die Strecke. Dass wir heute überhaupt auch noch irgendwas geschafft bekommen. Was war denn jetzt der Plan an der Sache? Warte mal. Ich wollte ein Rennen fahren, das heißt Geschoss, das weiß ich noch. Wo ist denn das? Schwindelig, Offroad Rennen. Wo ist denn das jetzt hin? Hä? Bin ich jetzt blöd oder was? Schwindelig. Skorpion. Da oben ist ein Bolzen. Ach, hier. So, okay. Ja, Moment. Ich guck gerade noch, da unten ist noch ein... Da unten ist noch ein Skorpion, ein Skorpion, ja, genau. Weil ich gerade, weil das Rennen hieß gerade Skorpion, nein, hier. Ha, da ist es. So, und jetzt fahren wir wieder hoch auf die Brücke und dann fahren wir nämlich das Fahrrad zum Rennen. Damit wir endlich auch mal was für hinbekommen diese Woche, diese Folge.
Was auch immer der Kopf da probiert. Der will nämlich da runter, ich weiß das, aber... Naja. Ja, alles gut. Nicht mein Problem. Dann machen wir das so, dann fahren wir heute das Rennen. Wo ist denn das überhaupt hin? Ist das oben? Ach Gott, ernsthaft. Ja, das ist da oben. So, gucken wir mal. Wagen wechseln, weil wir müssen auf den Porsche wechseln. Der hat nämlich noch nicht so viel Power. Gehen wir rein, ins Rennen. So, das Ziel sollen wir erster werden, das ist das große, große Ziel. Na dann, let's go. So, ich fahre wieder mal mit meinem Porsche statt mit dem ersten Martin, weil wir brauchen ein bisschen Kohle nach oben. Also die Story-Folge machen wir dann am Montag, weil wenn ich ehrlich bin, mache ich jetzt hier ein bisschen die zwei Rennen noch, dann ein bisschen Kohle sammeln und dann fahren wir am Montag mit der Story. Dann passt das. So, drei Runden sind das hier übrigens. Ja geil, du machst einen Fehler, direkt drei auf vier Autos an mir vorbeigeflogen. Runde 2. So, wir versuchen jetzt natürlich gleich in die nächste letzte Runde zu kommen, hier mit der Führung. So, jetzt sind wir... Haben wir noch eine Runde? Ja, so viel zum Thema, das mit dem Thema mit den Rundungen ist vorbei. Vielleicht haben wir noch eine. Ne, haben wir nicht. Die sind schon weg.
So. Dann erledigt. So, eins haben wir noch für heute. Nämlich einmal den Bolzen. Den will ich mir noch auf jeden Fall heute fahren. Mal 30.000, kann man hin. So, ich guck gerade, wo haben wir es denn hin? Nämlich hier. Haben wir noch ein Rennen? Na, okay. Ich dachte mir. Ich dachte mir gerade noch schon. Ich dachte mir, Spiel los. Nein, alles gut. So, hier ist das hin und dann machen wir in der nächsten Folge dann auf jeden Fall weiter mit der Story. Los geht's. Einmal ein Rückkussrennen, das heißt Bolzen. Auch wieder drei Runden hier. Das hatten wir eben schon. So, bis nachher haben wir jetzt natürlich zu den Jungs schon hinter uns gewonnen. Und sind schon in der zweiten Runde. So, gehen wir jetzt rüber hoch und runter in die letzte Runde. Und vielleicht haben wir auch mal wieder ein Rennen, wo wir die Dosen überrunden. Ja, da vorne ist schon einer.
Nicht ganz überrundet, da hat er sich nochmal quer abgestellt. Ich hätte irgendwann fast das ganze Feld eben gerade überrundet. Aber wir haben es geschafft, wir haben die Aufgabe gelöst. So, dann sind wir durch für heute. In der nächsten Folge machen wir dann den, ja. Dann hat die gute Aina einen Vorschlag für uns. Ja, gucken, welchen sie dann für uns hat. So, hüpfen wir gerade schon rüber, damit wir das dann quasi mit Beginn der nächsten Folge durch haben. Und dann sehen wir uns wieder bei der Need for Speed Heat und ja, wie gesagt, Aina hat einen Vorschlag für uns. Welchen das ist, sehen wir dann.